Warum, wo, hä? Wieso, wieso starten wir hier? Kirchenschiff 9. Oh, oh, und da fängt doch die Scheiße schon wieder gleich an. Irgendwie. Ich geh weg. Ich bin weg. Okay, wir werden gleich instant gehuntet, irgendwie. Geh erstmal nach 58. Alter, da fängt er jetzt. Weil Benny und ich hatten uns heute schon so ein bisschen mal drüber besprochen, irgendwie, und hatten natürlich erstmal die Theorie, werden wir nur in 51 von dem Typen gejagt, von dem Dämon, oder jetzt auch 87 oder gar 2000, also 22. Das wäre jetzt mal interessant. Ey, Benny sagt, oh, hoffentlich. Ich hab gesagt, auf jeden Fall, wir sind am Arsch. Ich hoffe ja mal nicht, also ich hoffe wirklich, dass wir hier Ruhe haben vor diesem Gasmasken-Dämon, keine Ahnung, was das ist. So, ich wollte mal ganz kurz gucken, haben wir denn jetzt alle Kerzen eigentlich? Wir haben die blaue Kerze, wir haben... Ja. Oh Gott, ich muss erstmal mit der Steuerung wieder klarkommen. Grüne Kerze, rote Kerze, gelbe Kerze. Wir haben alle Kerzen. Oh, das ist natürlich... So, und wir hatten ja, beziehungsweise die Theorie war ja, wir nehmen jetzt einfach mal die blaue Maze. Blaue und Kerze. Blaue Kerze, genau. Blaue Maze, vielleicht blaues Bild. Ich bin ein bisschen verwirrt. Die Mazes haben mich letztes Mal schon irgendwie verwirrt. Ja. Und jetzt sagt man das, was Benny zu mir mal gesagt hat, irgendwie, was ja letztes Jahr war, glaube ich, Jugendsprache. Lost dein Großvater. Lass mich jetzt mal einfach so im Raum stehen. Also, ich weiß, dass Jesus das ist rot genau. war. Das war, glaube ich, entweder gelb oder grün. Das ist grün, genau, das ist gelb. Ach, das ist gelb? Das ist gelb. Dann kann es vielleicht sein, dass wir 51 eventuell im blauen Maze ein Blautbild haben. Weil das war auch zum Beispiel so ein Ding, hat Benny und ich heute auch nochmal irgendwie drüber gesprochen, dass eventuell in den verschiedenen Zeitlinien nicht die gleichen Bilder an den Wänden hängen. Ja? Dass zum Beispiel 51 das blaue Bild im blauen Maze ist. Ja. Vielleicht. Wenn nicht, geh doch mal ins gelbe Maze rüber und versuch mal, ob du da die gelbe Kerze hinstellen kannst. Okay, probieren wir aus. Weil 2022 waren ja zum Beispiel auch keine Mazes. Nee, da konnten wir ja nicht rein, weil die waren ja irgendwie verbarrikadiert oder so, genau. Ja. Oh, die Atmosphäre, die ist schon wieder. Ja. So, gelb war dann jetzt aber der hier, ne? Ja, genau. So, gelbe Kerze. The color. Moment mal, sag mal, der Sound gerade, das ist so auf Visage gewesen oder was? Das weiß ich nicht, das hast du gespielt, das kann ich dir nicht beantworten. Das ist hundertprozentig Visage, wenn irgendwas passiert ist im Haus. Aber ich finde. Aber hey, die Kerze ist an. Das sieht gut aus. Ja, na dann gehen wir doch mal in. Was haben wir jetzt noch? Blau ist dann anscheinend. Grüne können wir noch gehen. Grüne können wir noch ausprobieren, genau. Wir haben auch noch keine Karte für das rote Labyrinth. Bei Rot würde ich einfach Try and Error. Also das machen wir dann jetzt nicht gleich, danach. Ja, ich würde einfach probieren. Ich weiß nicht, ob wir wirklich so eine Karte finden für das Rote, weil wir haben eigentlich ja schon echt viel abgesucht. Aber fällt dir was auf? 87 und dieser Gasmasken-Heini? Der ist hier nicht da, ja. Also ist ja nur 51 anscheinend. Ja, wunderbar. Da freue ich mich ja jetzt schon, wenn ich mindestens zumindest wahrscheinlich eine Kerze dahin stellen muss. Ah. Und das ist dann auch unter Zeitdruck. Super. Ja, das ist heftig. Ich sehe aber schon kommen, dass wir so. Ja, zwei Kerzen hinpacken müssen. Das ist nicht grün, glaube ich, oder? Doch. Ist das grün? Ja. War das nicht, waren nicht die Engel grün? Nee. Stimmt. Du hast recht. Du hast recht. Ist sie nicht, ja, was ist sie? Blau? Bei Jesus ist ja... Ah, das ist blau, oder was? Okay, heißt also, wir müssen eventuell sogar zwei Kerzen... 51 hinstellen, ne? Prost Mahlzeit, Alter. Und das bei diesem Stress-Dämon. Wird der eigentlich... Können wir den so ein bisschen... Ja, ja, wie sagt man denn? Irgendwie abwehren, indem wir den fotografieren? Wäre eine... Boah, muss eigentlich eine gute Theorie. Können wir mal ausprobieren. So, jetzt wird's lustig. Jetzt wird's sehr interessant. So, wir gehen jetzt mal den Lichtern nach. Warte mal, ja. Ich geh jetzt mal nach rechts. Okay. Jetzt gehe ich nach links. Ich mach das jetzt einfach, ist mir egal. Jetzt gehe ich wieder nach links, was eigentlich gar keinen Sinn macht, aber okay.
hätte ich mich gleich von vornherein links gehen können. Hm. Weil ich jetzt wahrscheinlich im Kreis laufe. Ja, schnaufen tut er so, weil er halt einfach ein 16-jähriger weinerlicher Bengel ist, Herr Junge. Und vielleicht müssen die Kerzen doch zusammen in einen Raum gestellt werden. Ich blick's nicht, schreibt der Mogul Jojo. Ja, wir probieren es einfach. Also letztendlich, wenn alle Stecke reißen, machen wir doch Trial and Error hier. Ja, bin ich jetzt blöd? Wir sind doch von hier gekommen, oder? Ja, wir sind von da sind wir gekommen, ja. Mhm. Ist halt ein Labyrinth. Warte mal. Wir sind doch. Nee, warte mal. Hier lang bin ich ja schon gerannt. Ich bin ja dumm. Gehen wir mal hier lang. Aber hier lang geht's ja auch nicht weiter, oder? Genau, hier sind wir ja dann im Kreis gelaufen. Das ist jetzt natürlich, dass wir jetzt wieder im Kreis laufen. Das ist natürlich klar. Stopp. Warte mal. Genau. Da. Nein. Ein bisschen weiter. Jetzt 180 Grad drehen. Stopp. Da. Lol. Wie hast du denn das gesehen? Ja, ich hab bloß einen Schein jetzt gesehen. Gibt's hier einen Jesus? Nee. Gibt's nicht. Ey, jetzt muss ich 3 Kerzen setzen. Okay, dann probieren wir das jetzt 1951 und gucken uns da jetzt. Hast du den Weg gemerkt? Nö, kein Millimeter. Schön. Ja. So, und jetzt müssen wir noch hier wieder raus. Genau. Ja, doch, grob weiß ich ihn. Grob kriege ich ihn noch hin. Also du musst nachher rennen, deswegen frage ich. Schreiend rennen. Wobei, eigentlich hätte ich gedacht, dass wir die rote aufsetzen können, weil das Ja auf dem Brett ist ja auch rot angemalt. Naja, also dreh dich mal zum Beispiel um. Ne? Letztendlich, hier scheint auch alle grün. Ne? Ja, das ist auch richtig. Kirchenschiff, so, das ist halt auch ein bisschen schwierig, tatsächlich. Ja, okay, gut. Dann gehen wir jetzt ins Stressjahr. Ins Stressjahr, genau. 1951, na dann. Jetzt heißt es Sterben, programmiert. So, wir gehen als erstes in das Gelbe. Gelb waren wir schon. Scheiße, wir gehen dann in das Blaue. Ich wusste nicht mehr, ob wir Blau gesetzt haben oder Gelb. Und der Typ lässt uns hoffentlich ein bisschen in Ruhe. Geradeaus. So, jetzt sind wir hier rechts. Dann nochmal rechts und dann sind wir da. Nee, sind wir nicht. Doch. Oder? Wo bin ich denn jetzt gelandet? Warte mal. Hier geht's. Hier ist dunkel. Hier komme ich wieder raus. Genau, das ist ja aus, ja. Ich bin verwirrt. Immer nochmal zum Ausgang? Der Ausgang ist da. So, okay, pass auf. Also wenn du von Ausgang kommst, der nächste links, dann rechts, dann wieder rechts. Der nächste links. Ach so, deswegen. Okay, weil ich bin nur, ich habe nur nach rechts geschaut. Okay. So, dann hier rein und jetzt müssten wir da sein. Aber bis dato lässt uns der Gasmaskenman alleine. So, was war jetzt nochmal blau? Gasmaskenman. Da. Guck mal, das ist jetzt doch blau. Und die Bilder sind jetzt anders, ja. Jetzt komm, bitte funktioniere. The color ja. Mary's tears. Es funktioniert. Okay. Dann ab ins grüne Maze. Ja. Okay, er speichert das auch irgendwie, das ist schon mal ganz gut. Du sagst das so einfach. Ab ins grüne Maze. Wo laufe ich denn jetzt hier schon wieder lang? Okay, hier geht's auf jeden Fall raus. Der ist die Entrance. Okay. Oh, fick dich, okay, es geht Fixer. Los. Leck mich. Spiel ich jetzt aus. Oh, wo bist du? Schade. Mann! Ist immer Alter! Fans, der kleine. Ja, krass, was sie sehen, er hat ein Messer am Hals. Der ist ja uncool, Alter. Ich glaube, das Einzige, was wir machen können, ist tatsächlich uns ins andere Jahr zu verkrümeln irgendwie. Du meinst, dass wir es damit immer resetten? Ey, ich hoffe, dass die Kerzen jetzt wirklich noch gesaved sind. Naja, also gespeichert hat's. Also ich hoffe. Ja. Wir haben nämlich nur noch. Muss ich, glaube ich, beeilen, ja. Ja. Ja, muss er. So, dann gehen wir doch mal ins Jahr 51. Gut.
eigentlich so schön war. Die Frage ist halt auch, wie viel, nach welcher Zeit wird er quasi getriggert? Nach welcher Zeit steht er plötzlich auf der Matte und nervt? Ja, das weiß ich auch nicht. Es kann ja auch schon sein, dass wir alleine durch das hier langlaufen. Obwohl, nee, eigentlich nicht. Weil wir hatten ja ein bisschen Zeit hatten wir ja. Naja, und das Schlimme ist, ich sprinte jetzt schon, ja? Also so, pass auf, vorne, wenn du da bist, rechts am Ende. Und dann wieder rechts. Okay, haben wir. Haben wir. So, grün ist gewesen die Engel. Da. Ja. Oh, bitte funktioniere. Das kann ja nicht anders sein jetzt. The color. Yes! Okay. Ich bin weg. It works. So, und jetzt ich warte jetzt gar nicht, bis die Kerze irgendwie anders. Ich verdünnisiere mich direkt ins Jahr 87. Also, okay, gut. Ja, willst du es probieren? Also, ey, wir können es auch probieren. Meinst du? Ey, komm. Weil, wie wir ja sehen, es lebt. Mach mal lieber zurück. Das ist jetzt einfacher gesagt als getan, weil jetzt bin ich hier. Ja, jetzt ist er hier vorne. Alter, dieser... Stress mich nicht! Hol die Kamera raus! Heiße Kiste, run by run! Ja, ich trinke jetzt erstmal einen Schluck. Ich dachte nicht, dass ich nach 22 Minuten schon wieder in einem Status drinne bin, wie letztes Mal beim Ende. Ja. Oh Gott! So. Fokussieren. Ab geht's ins Rote. Focus. So. So, und jetzt wäre ja auch krass, wenn der jetzt einfach uns keine Pause lässt. Ja, das wär heftig. Aber das wär scheiß unfair. Nee, andere Seite. Nee, ich will hier hinten ist Rot. Da rechts. Müssen wir jetzt... Ja, richtig, du hast recht. Entschuldigung. Zu red. Also wenn ich mir was in Panik merken kann, ist es zumindest das. Auswege. So. So, und was ich mir auch gemerkt habe, ist... Rechts. Danach links. Dann nochmal links. Und dann rechts gucken. Because of hier ist rechts. Nice. Und hier ist Jesus. Und komm. Jawoll. Jesus. Okay, was passiert jetzt? Du haust ab, du gehst raus. Die Glocke läuft. Der Glockenturm. Der Glockenturm. Ab nach oben. Ja, in welchem Jahr? In dem Jahr. Mit dem da, ja? Okay, wir gehen vielleicht noch erstmal wieder nach 87. Fuck you, Alter. Das ist wirklich finster. Ich vermiss mich. Oh, zieh die Kamera. Warte mal, was mich mal interessieren würde ist... Nein, Alter, nein! Warte. Nein! Greift er mich hier auch an? Oder bin ich hier geschützt? Because of Gott! Na, sobald du rauskommst, hat er dich. Nein, ich bin nicht geschützt. Durch die Wand, Alter. Gut, dann ab ins Jahr 87. Ins Jahr 87? Ja, wir können ja von hier aus können wir nur ins Jahr 87. So, und der Glockenturm, falls du dich dran erinnerst, war ja, glaube ich, nur offen im 87. Der war ja verschlossen in 51? Glaube ich. Bis was? Ja? Ich glaube, okay. Ja. Na, wenn ja, bist du ja direkt also da. Wenn, dann wären wir jetzt hier sind wir ja auch nicht... Ich wollte nur gerade fragen, ob hier noch sich was verändert hat. Weil hier sind wir ja nach oben in den Glockenturm gekommen, weil da haben wir ja die rote Kerze bekommen. Weil die rote Kerze war nämlich direkt hier vorne an der Nase. Ach, schnell verdrängt. Oh, guck mal, da liegt was. Da liegt was unter der Glocke. Hä? Ach so? Lol, gar nicht gesehen. Also. Hallo? It's a key. Guck mal, jemand. Beichtstuhl. Confessionary. Nee, jetzt gehen wir ins Jahr 51, um die Tür da aufzumachen? Müssen wir ja. Wo die Frau drin sitzt. Ja, nice. Da wird der Typ, der Gasmaskentyp wahrscheinlich erfreut sein. Gasmaskentyp. Ja. Oh Gott. Das geht doch jetzt nicht gut aus. Ich sehe mich jetzt schon wieder meinen Greenscreen umwerfen. Ja, das ist halt Bennys Panikreaktion. Immer weg. Ja. Und das ist immer zum Leidwesen seines Greenscreen, den er dann immer mit reißt. Och, nee. Oh, let's do it! Das Stress, ja. Oh,
mach auf. Aber schön langsam auch so. Mach doch auf. So, wo ist sie? Hallo, Alte. Oh, die ist ja gar nicht da. Wo ist sie denn? Hans Göring. Hans Göring. Ja, Mann. Und kannst du nehmen oder was? Ich kann reden. Achso, ich kann interagieren. Oh lol, was ist das denn? Du hast die gefunden. Du hast die gefunden. Oh, ich weiß wohin. Ich warte. Jetzt müssen wir doch wieder zurück ins 87. Und das an dem. Leck mich doch am Arsch! Oh, das ist so krass. Der Fixer. Ja. Das fehlende I, genau. Ja, das hier vorne, weißt du, hier, da. Muss man das denn? Nee, doch nicht. Hä? Ja, Mogeljo, Protonos, das hat sich hier erledigt. Irgendwie. Hier ist sämtliche Würde auf diesen Twitch-Kanal flöten bei uns hier. Okay, wir haben ein I eingefügt. Kannst du jetzt nochmal ein Foto machen? Oh. Warum? Von dem Sarg, meine ich. Ich glaube, der hat da immer so schön rumgewackelt, wenn du den fotografiert hast. Warum? Stevie, warum? Na, was soll passieren? Er wird rumwackeln oder irgendwas muss ja passieren. Okay, runter! Okay, super! Okay. Das war eine klasse Idee von dir! Naja, aber was? Wie? Ja, was wie? Jetzt muss ich mir das angucken. Wo ist denn der jetzt? Da sind nur die Knochen. Dort liegen meine Gebeine. Ich wünschte, es wären deine. Okay. Oh, ein Schädel. Wir können ein Schädel. Ist das. Her skull? Ah, oh, und da ist er wieder. Die weinerliche Stimme des 16-Jährigen. Wir packen den ein? Warum packen wir denn jetzt den Schädel ein von der? Foto vom Grab. Wie? Foto vom. Was? Wie? Dreh dich mal um. Irgendwas hat gerade geklackt. Immer zu der Tür. Das ist so schön, dass du der Zuschauende bist und einfach. Geh doch mal zu der Tür. Ja, das ist halt mein Luxus, ne? Diesmal. Jeder mal die dunkle Ecke da hinten drin. Mach mal einfach Feuerzeug aus. Das ist kein Problem. Okay. So, okay. Und ich frag, oh Gott. Oh Gott, wo sind wir denn jetzt? Also die Tür steht doch irgendwo nirgendwo, ne? Und ich sag dir, das sind die scheiß Sounds vom Visage. Oh. Schande. Oh, nee. Oh. Oh, die Tapete gruselt mich echt ab, Alter. So Zirkustapete. Oh. Ich frag dich nochmal, warum spielen wir das? Jawohl. Da, wo der Maurer kein Loch gelassen hat. Ziegelsteine. Wunderbar. Okay. Dann wieder zurück, oder was? Oder müssen wir uns ein paar Bilder angucken? Müssen wir bestimmte Bilder anfassen? Nee, oder? Komm, ey, bitte jetzt nicht hier noch irgendwelche Bilder hier antätscheln. Von Hans vielleicht? Von Hans Göring? Oh. Hast du dir das aufgeschrieben, Hans Göring 51? In deinem fleißiges Notizheftchen? Weil wir haben auch immer noch nicht. Wir haben auch immer noch nicht den Key. Welchen für, Key? Für das eine Zimmerchen bei Opa. Ne? Da gab's auch noch so ein Zahlenschloss, so eine Drehkombination. Achso, ja, wir haben den Code nicht. Ja. Ich wette, wenn ich jetzt umdrehe, kommt jetzt hier. Ah, meinst du wie bei. Ah, nee, hier, wie bei. Wo war denn das? Bei Lurking in the Dark war das doch so fies, wo du den Gang immer ständig hin und her laufen musstest und dann ist jedes Mal Mist passiert. Nein! Ach, Bruna fällt bestimmt ein Bild ab oder irgend so ein Scheiß. Ja, aber das reicht ja schon. Also für mich? Ja, definitiv, ja. Oh Mann, macht nicht sowas. Irgendwas steht bestimmt gleich hinter dir oder irgend sowas. Ja, weil das geht. Ah, Ziegelsteine? Was ist denn. Warum ist da meine Maus denn. Warum ist es jetzt? Warum bleibt es so dunkel? Ich hätte jetzt schwören können, dass jetzt was hinter dir ist. Ich hab. Müssen wir jetzt wirklich nur hier hin und. Oder warte mal, gibt's hier vorne. Kann ich außer angucken? Du musst einen bestimmten Ziegelstein wegdrücken. Ja, hätte ja sein können, dass ich irgendwas ziehen kann oder so. Naja, oder vielleicht wirklich irgendein Bild antatschen oder so. Aber hast du auch keine Interaktionsmöglichkeit, was? Du musst ja irgendwann aufploppen. Ja, so ein Auge. Oh. What? Jetzt kriege ich deine weinerliche Stimme. Tür ist weg. Na, ja, vielleicht drehen wir uns jetzt um. Oh, okay. Okay, na? Dann gehen wir wieder zu der Tür. Ist doch okay. Na, die wird bestimmt gut gleich weg sein. Ich hoffe nicht. Oh, die. Oh, fuck you! Mann, Alter! Fuck! Ey, was willst du denn? Was war denn das jetzt?
weiß es nicht. Aber das ist ein ganz schöner Stressdämon. Ja, wo sind wir denn jetzt? Die Sequenz ist jetzt aber anders, ja. Ja, wir sind wieder in dem... Es ist dunkel. Er ist dunkler als vorher, ja. Ist das... Ach, das sind die Lampen, die angehen. Hä, was soll ich dich denn jetzt bitte anders machen? Das ist jetzt die gleiche Sequenz, oder was? Ey, ich hoffe, wir haben gleich den Geist irgendwie... Ja, okay, er ist weg. Nein, aber nicht. Gut, dann rennen wir jetzt nochmal dahin. Sagen... Ja, kommst du? Kommst du? Run, boy, run! Wegrennen ist auf jeden Fall der richtige Punkt gewesen. Und open the door! Geradeaus! Oh nein, nein, dadurch! Ist mir egal, die Tür ist zu! Die Attic! Ich bin, ist mir egal, die Tür ist zu! Die Attic! Der Dachboden! Der Dachboden, ja. Alter! Ei! Ey, ich brauche jetzt nochmal gerade kurz. Ich muss kurz nochmal was trinken. Das ist ein Stressspiel, das ist ja schlimm! So, wir sind jetzt aus dem Dachboden raus. Haben wir jetzt eigentlich irgendetwas gefunden? Haben wir einen Schlüssel? Irgendwas? Was bringen wir jetzt aus dieser... Ach, wir haben den Schädel. Wofür jetzt den Schädel? Nein, weiß ich nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Können wir jetzt den Schädel einsetzen? So viel Stress, absolut. Absolut. Wir gucken uns jetzt erstmal hier ein bisschen um. Vielleicht finden wir hier noch Werkzeug. Kann ich die Tür eigentlich... Ich sag, diese Horrorspiele, das ist ja ein totaler Raubbau am Körper. Wir sind beide 24 und sehen beide aus wie 50. Was ist das denn jetzt für ein Raum hier? Na, okay. Ein Raum voller Bilder einfach nur. Oh, guck mal. Guck mal da oben. Eine Sammelkarte. Oder ein Foto, ne? Rote Sammelgegenstand. 3 von 20. Kann ich hier jetzt einfach durch? Ah, lol, ich kann einfach durchgehen. Okay. Okay. Hört doch auf. Hört doch bitte auf. Können wir hier vorne, also wie ich drauf zeige, ja, können wir da... Ja, genau das da, Benni, da wo ich hinzeige. Ja, haben wir nicht die richtigen Sachen dabei. Nee. Haben wir jetzt irgendwo die Möglichkeit, den Schädel irgendwo zu positionieren? Ich wüsste nicht wo. Weil, wir können ja mal runter. Wir können ja mal gucken, was jetzt hier unten noch alles sich verändert hat. Vielleicht sind hier auch wieder ein paar Türen offen. Oder wir kriegen einen Anruf. Oh, ein Anruf. Die Statue ist noch nicht da. Da stand nämlich mal eine. Geschlossen. War nicht hinter uns das Telefon? Nee, das war doch hier rechts. In der Küche, ne? Richtig. In the kitchen. John. 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 This is the fourth time I've tried to call you. Priest Thomas speaking. I was able to finally get the information you asked for, and the truth is, I'm worried about your family. Generally speaking, demons try to complete simple rituals to break the bondage of their souls. To carry out this ritual, you must rid yourself of an object with important sentimental value to you. Offer it as a sacrifice. Yeah. There were practitioners of witchcraft who became haunted as a result of their thievery and dishonesty. They used to steal jewelry from ancient dynasties as to avoid performing the sacrifice directly for themselves with their own sentimental objects. They bought the sacrifice with the emotions of others. But this perverse being is trying to go beyond even that. We are speaking of an ancient ritual. Of which very little is known. 7 sacrifices, 7 mutilations. 7? I believe we are facing a body exchange type of ritual. Madison Hale was trying to complete such a ritual before she was murdered, and now she is forcing your child to finish it for her. She is trying to steal your son's body. Call me as soon as you get this message. Is that what she's after? Yikes, Alter. Okay. Okay. Was? Dr. Max Kahn hat gerade, dafür habe ich 2 Stunden gebraucht und das muss ich leider spoilern. Schaut euch auf dem Boden vom Raum in den Großeltern um, bitte. Die Kakerlaken zeigen, glaube ich, schon den Weg, schreibt laut Mogeljojo. Lull. Okay, nice.
ist aber auch. Das ist ja. Aber. Darauf habe ich nie geachtet. Ich auch nicht, irgendwie. Danke, Männer, für den Tipp. Weil hier oder waren. Leute, wir ja schon? Ich weiß, ob ihr Männer seid. Oh, Leute, was ist denn das hier? Der Boden. A key. Okay, für was? I think there's something else under that plank. Ja. Ja, kann ich natürlich damit nicht öffnen. Vielleicht mit dem Schädel. Na, zur Not war, wir haben doch noch den Spaten. Ja, genau, wir können ja nochmal kurz zu unserem Safe gehen, weil da haben wir ja noch den Hammer, Spaten, können wir ja alles mal mitnehmen. Hallo, Statue. Da steht. Muss ich bei der hier vielleicht den Schädel einsetzen? Achso, probier mal. So, auf den Teller? Wenn sie denn stehen bleibt? Nope. Soll ich sie mal fotografieren? Okay, passiert nichts. Sehr gut. Dankeschön. Swap. Oder ist das hier irgendwie, dass ich da in die Mitte den Schädel packen? Also, ne? Das Ritual nachher. In die Wand drin dremeln oder was? Nee, aber wenn du da das Ritual da machst, quasi. Also, wir müssen ja wahrscheinlich das Ritual durchführen, damit wir den Jemorgen irgendwie wegnehmen. Weil die Kiste haben wir ja auch nie geöffnet bekommen bis jetzt. Na, die Frage ist, ob die überhaupt zu öffnen ist, ne? Und genauso wie, was ist mit diesem Schlüssel? Na, der Schlüssel ist auch noch ein großes Fragezeichen. Nehmen wir den Spaten noch mit? Nehmen wir vielleicht den Hammer noch mit, irgendwie. Hab ich schon. Und ablegen würde ich jetzt mal... Ja, eigentlich gar nichts. So, den Hammer und den Spaten wieder. Der Spaten... So, Statue ist wieder weg. Aber das mit den Kakerlaken finde ich eigentlich, ist ein cooles Gimmick. Ja, absolut. Haben die das vorher auch schon gemacht irgendwie? Also haben die es vom Anfang an des Spiels gemacht? Das wäre interessant, ja. Möchte. Ah, damn, Alter. Schade. Okay, wie kriegen wir das also auf? Ja, hab das aber nicht gesehen. Schau mal an. Ja, weil... Wenn denn, müssen wir ja anscheinend irgendwas dabei haben, weil wir haben hier noch nicht den passenden Punkt. Oder wir wissen nicht, was wir mit dem roten Key machen. Aber hier läuft ja nichts weiter lang. Kannst du das Klo aufschließen? Das Klo war doch verschlossen. Oh, das ist eine gute Idee. Stimmt. Haben wir ja hier Schlüssel? Steht irgendwas auf dem Schild drauf? Basement. Oh nein! Basement. Oh nein. Obwohl, wir waren aber schon in der roten Tür drin. Ja, aber vielleicht hat er sich jetzt was verändert. Who knows? Auch nicht Basement. Ich hasse Basement. Also ich mag auch den Dachboden nicht. Ich mag das ganze Haus nicht, um ehrlich zu sein. So, jetzt kommt doch gleich wieder was, oder? So, irgendwer sagt doch wieder, hallo! Meinst du? Ich weiß noch nicht. So, weil okay. Hier, ne, rote Tür, Basement. Guck mal, a key. Ja, sieht gut aus. Ich habe eine Waffe. Jetzt muss ich das auch noch aufmachen, oder was? Ja, manche Leute benutzen das wirklich als Waffe. Oh, guck mal, ist da diesmal ein Keller dahinter. Okay. So. Da steht was. Geradezu haben wir was. Hallo? Oh, da oben Sammelkarte. So. Warum stressige Musik? Na, weil wir gefunden haben. Fuck. Haben die selbst schließenden Türen sind schon, haben schon in sich. The Crowbar is underneath. What is this place? Oh, bitte nicht, Alter. Oh, sowas ist unangenehm. Können wir aufhören? Hallo? Bitte? Hör mal auf! Was? The Crowbar is underneath the base. Wie jetzt? Kann ich hier ein Loch graben? Ja, du hast einen Spaten, ne? Ja, aber... Pick auf die Fliese! Okay. Das sollten wir vielleicht nicht machen? Oder vielleicht doch? Ich will dich! Ich hör dich. Scheiße. Fick dich. Wo bist du? Wo bist du? Ich hab dich genau gehört. Okay, Dr. Max schreibt, so, müssen jetzt die Glühlampe antippen, während du die Brechstange suchst.
What? Luke, oh Gott, oh, die ruft uns an. Nee, oder? Was? Was? Was müssen wir jetzt machen? Wir müssen die Glühlampe antippen, während wir die Crowbar suchen? Jetzt ist das doch nicht euer Ernst. Oh! Fuck you! Alter, Mann! Hab ich das Fenster zu? Ja, okay. Ey, nicht, dass meine Nachbarn hier irgendwie noch die Polizei rufen oder so. Wieder mal. Nee, hört doch auf. Luca! Halt's Maul. Ist schon, schon wirklich unangenehm irgendwie. Kann man nicht anders sagen, Alter. Das ist ey, nee. Kann ich hier raus? Aus dem Labyrinth? Irgendwie? Hallo? Hör auf! Ey, Stevie, ich höre, wirklich, du spielst gleich hier alleine weiter. Bin ich ehrlich? Komm ich hier aus dem scheiß Labyrinth hier raus? The person you are unspeaking is not available present. Ja, ja. Sorry. Halt doch bitte, hauch mir doch jetzt nicht so ins Ohr. Tipp mal wirklich die Lampe an irgendwie. Nein, vielleicht. Warum? Na, dann kommt die doch wieder. Meinst du? Nee, die kommt. Jetzt hier hinten, ist mir egal. Krieg ich nichts mit, ich guck einfach ins Dunkle. Antippen und suchen, schreibt der Doktor. Antippen und suchen, warum? Okay, anders gefragt. Jetzt wirklich, also ohne groß spoilern. Halt, Maul. Ohne groß spoilern zu wollen. Fuck you, ey. Liegt die Crowbar in irgendeinem von diesen Schränken oder liegt das Ding einfach auf dem Boden? Ich würde fast sagen, die liegt im Regal. Okay. Weil dann ist für mich, wer, das wäre okay. Alter. So. Oh shit. Wo bist du? Eklig. Wo bist du? Da. Yes. So, was jetzt? Was jetzt? Ich hab die Crowbar, kann mich doch jetzt hier verpissen, oder? Hier, komm, raus hier. Ah. Hör auf. Geh weg. Lass es. Oh, das ist ja mein graues, wa? Das ist so dieses Strobus-Ding. Ey, da ist sie. Die graue Maria war das, wa? Ja, ist mega. Das ist ja... Oh Gott. Okay. Muss ich jetzt alle fotografieren? Oh. Okay. Achso, die müssen immer aus den Schatten raus, kann das sein? Ich muss immer so ein bisschen. Nee, oder nicht? Muss ich das da antippen? Hallo? Nee. Jemand zu dir hin. Ja, genau. Ey, dahinter röchelt irgendwas. Stevie, Alter, ich gehe da nicht hin. Na, aber was wollen wir machen? Spiel ausmachen? Mario Kart spielen? Hier ist doch irgendwas. Irgendwas ist dahinter. Na, wenn, ist ja nicht die Statue, sondern irgendwo hinter dir wahrscheinlich. Ey, mach nicht sowas. Liegt irgendwas auf dem Boden. Warte. Wo gehen die Kakerlaken hin? Genau, ich wollte auch gerade sagen, die laufen überall hin. Super, irgendwie. Die helfen mir null weiter. Oh, Mann, Alter. Das ist aber auch wirklich ein Brecherspiel, Alter, ey. Mann! Warum spiele ich das? Bitte, Chat. Ja, nochmal zur Abstimmung zu kommen. Ja, jetzt sind wir ganz woanders, okay. Wir haben immer noch offen. Wir haben 50-50 für das nächste Game, The Mortuary Assistant. Bitte, Chat. Ich appelliere an euch. Lasst bitte Stevie The Mortuary Assistant spielen und schont mich. Ich möchte es nicht nochmal... Also ich halte es nicht aus. So, was haben wir hier? Brechstange ist im Keller. So, wir haben zwei Punkte, wo wir sie einsetzen können. Ja, ja. Ich versuche dich nur zu beruhigen, damit du dich auf die nächste Aufgabe fokussierst. Und einfach die Angst beiseite wischt. Ja! Och, komm, ist mir egal, ich geh jetzt da durch. Es ist mir... Leckt mich am Zuckerli, ey, wirklich. Alter, die haben es aber auch wirklich
Oh. Dann tut ihr macht dieses Spiel. Und wie Cat wirklich nicht gedacht, dass das so viel Bums hat, sag ich mal in Anführungsstrichen. Oh. Ey, das ist. Für mich ist das. Also ich weiß, Stevie, das Game hast du ja gespielt, Visage und so, aber wirklich. Ja, das ist auf Augenhöhe mit Visage. Also was die Jumpscares angeht, irgendwie ist das auf jeden Fall noch eine ganz schöne Latte weiter vorne irgendwie. Also. Okay. Ist nix. Wir nehmen die Sprechstange. Oh, leck um hier. Also. Man muss ja sagen, der Anfang des Spiels war ja wirklich relativ ruhig irgendwie und jetzt ist ja wirklich ein Knaller nach dem anderen hier, ey. Is this the ring she mentioned in her diary? Aha. Den sie immer verloren hat, oder? Den, beziehungsweise genau, immer versteckt hat. Okay, dann... No. God. My eyes. My eyes burn. Okay. Kriegst du dich wieder ein? Oh, das ist gut! I need to get out of this fucking house. Ja. Ach so, ist ein Stuhl. Ach ja, oh, aber ist das ein Stuhl im Auge? Das ja, sieht doch aus wie so ein Auge. Ja, ja. Na, vielleicht ist irgendwo ein Auge auf dem Boden aufgemalt oder was? Und auf dem Dachboden gibt es ebenfalls noch was, was wir öffnen können. Ja, da haben wir ja noch... Da haben wir ja auch noch die eine Diele, die genau. Wir schon zigmal versucht haben, irgendwie mit dem... Warte mal, können wir das Klo eigentlich damit auch öffnen? Also. Bestimmt nicht. Die Gesetzmäßigkeit sagt, du kannst diese Tür nicht öffnen, selbst wenn du einen Raketenwerfer hast. Ah, ja, die schönen Resident Evil-Dinger. Ach, geil. So, dann gucken wir uns jetzt die Diele an. Ich hoffe, dass wir jetzt kurz einen Moment mal auch ein bisschen Ruhe haben. Also wirklich, weil jetzt ja, noch weitere ja Jumpscares... Die müssen ja die Taktung mal ein bisschen runternehmen, irgendwie. Die können jetzt hier nicht... Das schafft er, stirbt man ja nur einfach. So. Okay, gucken wir mal, was sich hier hinter versteckt. In welchem Raum gab es denn einen Stuhl, der komisch... Es gab diesen komischen Stuhl, wo auch das ja, Ding ist, Opa. Was... Genau, der sich, also quasi neben Opa. If you find this, do not... Listen. Ja, dann legst du ihn wieder hin. Wenn wir die finden, sollen wir sie nicht hören. Machen wir es nicht. Was? Ist mir egal. Ich hab irgendwas röcheln hören, ist mir egal. Ich geh weg. Vielleicht braucht da einer deine Hilfe, doch gucken. Na, sag mal. Nee, ja, das ist mal erst. Ach, wo ist denn da? Ach, je, schön. Da sind ja jetzt die ganzen grauen Madonnen vor. Schön, schön. Oh, no. Bitte nicht! Doch. Oh, nee. Ey, hör auf! Oh, warum ist denn da jetzt auch so ein... Ja, das ist ein Buch, da sind die Madonnas, Schlüssel? Da ist ein Schlüssel, keine Ahnung, eine und... Fuck! Ist kalt! Oh, schön. Oh, schön. Was ist denn jetzt aufgegangen hier? Ich glaube, das ist einfach bloß... Ambient! Where did these come from? Ja. Ja. Wir machen erstmal ein Foto davon. So, was haben wir denn da? Ach du. Schlüssel. Ach du. Das ist nochmal so ein Dreikant, Vierkant Schlüssel. Och, nö, Alter. Wir brauchen. Ich wollte es nur ausprobieren. Können wir. Okay. Oh nein. Wir brauchen noch drei andere Schädel. Oder Knochen oder irgendetwas. Bitte keine drei anderen Schädel. Das überlebe ich nicht. Okay, ein Buch und ein Schlüssel. Noch so ein Schlüssel. Jetzt haben wir zwei davon. Aber mit mehreren... Ne, es sind auch sieben, ne? Ja, auch sieben Punkte. Schau mal. Obwohl, ne, war auch ein Dreikant. Gut, was sagt das Buch? Was ist das? Necronomicon? Grimoire? A body exchange ritual? I need to put an end to this. Ein sentimentales Objekt. Oh, okay, pass mal auf, hier ist also Körperritual, sentimentales Objekt wird der Ring sein, ne? Ist ja abgebildet. Dann die... Fuck, die einzelnen Körperteile. Also Kopfdings da, wo hast du nicht gesehen? Two body, a guest and a host. Oh, no. Und menschliche Asche. Schön. Ja. Ach, ich kann das nicht mitnehmen? Nee, willst du nicht mitnehmen? Leg dein Maschinen hier hin. Kannst du da noch was hinlegen?
Ich könnte jetzt wahrscheinlich hier noch einen E-Ring. Chat schreibt der Ring. Wahrscheinlich hier rein. Oh Gott. Tada! Sehr schön. Das dürfte dann wohl das Sentimentale sein. Und sofort bluten die Augen. Das ist ja toll. What? Die hat ja auch hier. Oh Gott! Damit ist hier. Oh nein. Hör auf! Ah, und jetzt kannst du mit diesen beiden Schlüsseln kannst du den Klo aufmachen. Miek, 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 miek. Ernsthaft? Naja, Spielelogik. Mit einem Schlüssel könnte man das nicht machen. Nacheinander. Nee, brauchst du zwei Schlüssel. Du musst du simultan drehen, irgendwie. Bei drei. Bei drei musst du nach links drehen. Ich glaube aber nicht, dass wir jetzt einfach so easy oder wir peasy. Oder wir kriegen die Uhren damit auf. Das kann auch sein. Ja, ich muss erstmal den Schlüssel holen, weil den haben wir da, glaube ich, noch nicht mitgenommen. So, wir nehmen das da. Und jetzt die ernsthafte Frage. Wir haben noch eine Kassette, wo drauf steht, hör sie dir nicht an. Ich persönlich würde sie mir auch nicht anhören, bin ich ehrlich. Ja? Stevie wahrscheinlich schon eher, weil wir kennen ja noch von Ring the Bell, ne? Einfach die Glocke läuten, Stevie einfach, ja, gut, mach ich, bumm. So. Ich bin dafür, dass wir den Chat entscheiden, ob wir uns die Kassette anhören oder ob wir sagen, nö. Deswegen lasse ich sie noch drin. Echt? Ja. Oh, echt jetzt? Das ist ja wie ein Raum, wo ein roter Knopf ist, wo drauf steht, nicht drücken. Ja. Deswegen drückt man ja auch keine roten Knöpfe einfach. Oh, warum ist denn die Tür jetzt einfach zu gewesen? Lass den Schiss jetzt zum Klo zu gehen. Eine völlig normale Situation bei Benny nachts um 2:30. Oh. Oh. Oh, la, 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 la. Möchte meine Ruhe? Ja, so ein bisschen, ne? Ja, blaue Knie sind real. Hey. So haben wir hier nicht gespielt, Freundchen. So, okay. Checks is out. Nee. Geht nicht. Geht nicht. Bin ich jetzt völlig umsonst hierher gelatscht? Stevie? Da war ein Versuch. Ich bin jetzt von ausgegangen, das hätte hingehauen irgendwie. So, guck mal, was so der Chat jetzt hier noch gerade so schreibt. Ja, schau mal, was der Chat so schreibt, was so die nächsten Ideen sind. Ob wir uns die Kassette anhören oder eher so nicht. Wir haben hier noch einen Vorschlag, irgendwie die Sonnenschachteln. LOL! Völlig richtig! Da waren doch die zwei Fotos drinne von ja. Arm und Bein. Ja. Ihr habt vollkommen in Recht. Mutti schreibt gerade jede Kloni mit der Brechstange auf. In manchen Wohnungen ja. So, wenn wir jetzt hier interagieren. Aber kann ich die mitnehmen? Pass auf, wir probieren es aus. Wir gehen jetzt mal hier rüber. Hast du beide Schachteln bei? Nee, ich habe nur die eine. Also nur die. Warum? Die Kerzen waren doch gerade eben noch nicht an, oder? Doch. Lecco mio. Ist doch ein bisschen Gewitter. Ist nur ein bisschen Gewitter. Und der Rope war doch auch noch nicht da, oder? War der Rope da oben? Doch, okay. Der Strick hing schon. Der Strick hing schon. Okay. Ich dachte, wir... No. Sieht fies aus, ey. Ach, deswegen jetzt auch die andere Schachtel. Ich verstehe, ja. Wir sollen beide ja, darauf packen. Die ist okay. Ja quasi von der Madison, die andere Schachtel. Okay. Tatsächlich, ich hätte jetzt gedacht, dass wir die einzelnen Film Fotos, die da drin sind, weißt du, dass wir die da reinpacken. Tatsächlich, ich hab's einen ziemlich coolen Film, was dieses Körperritual-Dings angeht, irgendwie. The Inheritance. Wow, was für Filme guckst du? Der also, ja, ist auch so ein ziemlich fieses Ding. Also der ist echt schon übel. Von Ari Aster ist der. Üble Ding. Ja, wie kann ich denn das jetzt bitte öffnen? Ja, und wie? Wie sieht's mit der Tür hier vorne aus? Weil die hat ja auch geile Schlösser. Nein, alles gut, Dr. Max. Alles gut, irgendwie. Du machst das eigentlich LOL. Perfekt. Du sagst nicht zu viel. Ah. Oh. LOL. Ach so, jetzt hat er schon beide Schlüssel genutzt. Was? Er hat schon... Nee. Ah, nee, doch nicht. Sorry, war verwirrt. So, wunderbar. Und jetzt? Ach so. Oh. Was ist das? Wo sind wir? Ich weiß es nicht. Das ist immer so geil, wenn du überall so diese Europaletten rumstehen siehst, irgendwie. Gott. Oh, nee. Okay, oh, hier geht's, haben wir was. Ja. From Grandma's Diary. Oh nein, dann wird's wohl wieder was zu lesen geben. Na, ja. Viel Spaß.
15. Juni 1972. Ich hasse es, wenn Albert die Nacht durcharbeitet. Sobald es dunkel wird, ist es so, als ob die Welt Kopf stehen würde. Da sind knarzende Geräusche überall im Haus und das Haus... Na, ich weiß, dass meine Sehkraft nicht mehr nachlässt, immer mehr nachlässt, aber gestern habe ich mich in meinem eigenen Haus verirrt. Und das nicht wegen meiner Sehkraft. Die Räume bewegen sich umher. Ich konnte nicht einmal mehr mein eigenes Schlafzimmer finden. Wir sind hier nicht mehr sicher. Nicht mehr. Nicht, wenn dieses Ding mitten unter uns lebt. 16. Juni 72. Albert war wütend auf mich, weil ich überall im Haus Kerzen angezündet habe. Aber ich habe das Gefühl, dass das Licht uns beschützt. Okay. Also scheint es... Fortnite-Paletten, bitte. Komm, wir zerkloppen die für Materialien. Ja, genau. So, wir machen erstmal hier kurz die Tür zu. Wir gucken mal. Oh, warte mal. Dr. Max schreibt, das Tagebuch geht weiter. Ging es weiter? Nee, das ist ja eine weitere Seite aus dem Tagebuch. Also ich gehe mal davon aus, dass wir vielleicht sogar noch weitere Seiten eventuell finden. Ach so. Okay. Oh, da sieht man das eine Brechstange. Ein Bolzensteiner? Sicherungskasten, okay, wir gucken uns aber erstmal. Oh, sorry, schöne Tischkreissäge. Also ich gehe mal von aus, mit dem Bolzensteiner können wir endlich mal das Klo öffnen. Meinst du? Ja. Weißt du, so einfach die Schlösser einfach abknappen, knapseln. Ey, hör doch mal auf. Was seid ihr da oben? Ich glaube, okay. Nur ein Nagel, der zu uns guckt. So, und ich gehe mal davon aus, wir müssen hier wieder so ein Spielchen spielen, wie wir das einmal schon hatten mit, hab ich mir gedacht, off. Okay, dann so, nein, so, nein, so. So, okay. Gucken wir mal, ob die Schaltung identisch ist oder ob sie vielleicht verkehrt herum ist. Und zwar dann einmal hoch, nee. Dann hoch, nein, runter, hoch, nein, runter, hoch, runter, hoch, nein, runter, hoch, runter. Meine Güte. So, weiße Arbeitsschutz hier vor, Schutzbrille bitte. Und keine Handschuhe an drehenden Maschinen. Also, jetzt ist die... Was? Hört auf damit. Ich habe die Theorie, dass er sich jetzt selbst seinen eigenen Arm abschneidet. Nein, hör auf. Ich hoffe nicht. Nein, wir können damit wahrscheinlich die Dose öffnen. Ja. Oh, was? Oh, Kids, don't try this at home, ey. Oh. Die schöne Dose. Sehebett. Okay. So, guck mal, was wir da für schöne gammelige Bilder drin haben. Okay. Wow. Also es ist schon ahnbar, was drauf war, ne? Nee. Okay, wir gehen wieder raus. Shit. Oh, warte mal. Ah, schön. Eine Sammelkarte mitnehmen? Ich hätte jetzt gedacht, dass jetzt eigentlich hier der nächste Jumpscare kommt. Na, mal einen Teufel hier an der Wand. So, jetzt ist die Frage, zuerst die Dose setzen und dann Klo öffnen oder zuerst Klo öffnen, dann Dose draufsetzen? Stevie, was sagst du? Naja, ich glaube nicht, dass der Klo öffnen wirklich realistisch ist. Ich denke eher Kassette hören vorher und dann Dose aufsetzen. Oder Dose aufsetzen, danach Kassette anhören. Zuerst Dose. Dann Dose. Der kommt bestimmt bald, haha. Erst Tape hören. Ihr wollt wirklich das Tape hören? Du bist der Spieler, du entscheidest. Ja, das Problem ist... Tape hören! Okay, komm, wir hören uns jetzt das Tape an, obwohl eigentlich gesagt, ey, wenn wir wegen dem Tape jetzt sterben, Freunde, ja, dann gebe ich Stevie und, wer war's? Herr Junger, die Schuld. Ach komm. Doch. Also mehr gebe ich Stevie die Schuld? Ja, wenn, gibst du mir die Schuld. Der Chat hat keine Schuld. That's a modern talking. Sherry lady. Oh, I'm losing my mind. Oma. I cannot trust anyone, not even Albert. If you are listening to this, yeah. Blue Knees is real. Blue Knees? Wer ist denn Blue Knees? Steht auf dem Klo, ne? And
I know I don't have much time left. The fucking thing. I can feel it breathing right behind me. Singing that fucking song. Over and over. Was denn für ein Lied? And over in my head. Oh, bitte nicht. Oh, Boonies is behind and will find what he's been looking for so long. All alone where he belongs. Oh, Boonies is behind and will find what he has been looking for. Old kitchen where he's written this song. Just for you. Uh-huh. Okay. Ich bin weg. Bist du nicht? Ja, hat sich Blunies gerade auch gedacht. Ich überlege gerade, ob Blunies halt einfach nur so ein Buchstabensalat ist, irgendwie der in ein richtiges Wort verwandelt werden kann. Oh. Okay, wir setzen jetzt die Dose. Wir haben uns jetzt das wunderschöne Tape angehört, Freunde. Fand ich überhaupt nicht gruselig. Fand ich jetzt aber nicht so schlimm, dass man aufschreiben müsste, bitte nicht anhören. Ich habe ein bisschen Bange vor diesem Song. Mutti schreibt gerade immer mit dem Rücken zur Wand, mehr Vorschläge habe ich nicht. Das ist ein guter Vorschlag. So, jetzt so. Haben wir... Bloodies. Jetzt haben wir... okay. Ich nehme mal die Kamera in die Hand. Hallo! Der neue. Ich weiß nicht, ob das die Tür hier ist. Ja. Da, wo das Schloss davor ist. Was wir zum Glück noch nicht rausgefunden haben, wie die Kombination ist. Na, probier mal 1951. Das von Hans Göring. Nee. Du hast gesagt, du willst probieren. Hallo? Das ist ein Drecksbalk von nebenan. Später wieder mit Ball. Four digits to open this door. They must be somewhere. Wo denn? Überall drumherum. Überall drumherum. Okay. Wald vor Bäumen nicht gesehen. Oh, die Tür ist wieder offen. Okay, dann gehen wir mal wieder raus. Ey, diese Atmosphäre, immer dieses... das ist eine Kassette. Hört doch mal auf, mir die Tür mal vor der Nase zuzumachen, Freunde. Wir sind hier nicht bei, Phasmophobia oder so. Take the tape, my friend. Nummer 3. Nummer 3. Tja, na dann. Machen wir erstmal die Tür zu und gehen uns das Tape an. Haben wir uns überhaupt Nummer 2 mal angehört? Ja. Ja, okay. Okay, komm. Nummer. So, nee, hör auf, hier irgendwelche Scheiße zu machen. Danke. Was haben wir gesagt? Nummer 3. Nummer 3, ja. John, I must stress to you how dangerous these demons really are. How dangerous? I've witnessed a few exorcisms in my time. Uh-huh. Not everyone lived to tell the tale. Dr. Max hat doch gesagt, du kannst dich frei bewegen. Are not alive, ja, ja. And that makes them stronger. Ich hab auch ein bisschen Schiss. Entertain themselves with us. They enjoy our fear, causing us pain. They feed off of it. It gives them power. Gives them strength. When one of them becomes attached to one of us, it's all but impossible to stop. They play with our bodies and minds. Does this mean that until they find what they were looking for, is attached to they're the no camera? Longer human. Attached they are to me? Beyond everything we know. John, I implore she's you. She's no longer human. Seek help. I'll investigate that woman you told me about. Madison Hale. And I'll get back to you as soon as I find something. Keep
all of this information away from your son. Get rid of that camera as soon as you get this message, but please, please do be careful. Schön, dass du da bist. Your child has already had contact with this entity. His life, yours, and your family's are in jeopardy. Chanel, what have I done? I need to find a way to end this. Yeah. Fuck. Du siehst doch immer gammel aus irgendwie. Ja, ja, das wird nicht besser bei ihm. Könnten wir, wenn wir jetzt... Hör mal auf! My body burns. Erst die Augen brennen, jetzt brennt der ganze Körper. Horns. Hörner? Wie Hörner? Trinkhörner. Was ist nett? I think I've seen something like this in the house. What? Haben wir sowas schon mal gesehen? Überlege hoch gerade. Also ich würde jetzt erstmal gucken, ob wir hier mit dem, ne? Hat doch funktioniert. Schau mal an, hätte ich jetzt nicht gedacht. Es ist die Frage, wollen wir es wirklich öffnen? Vielleicht kommt ja dann Blue Knees nicht. Ja, bestimmt. Oder hier kommt jetzt der Mageninhalt hoch irgendwie, weil wenn so ein Klo verschlossen ist, dann heißt das eigentlich, dass es nicht funktioniert. Und das merkt man meistens zu spät, dass es nicht funktioniert. Oder könnten wir jetzt... Freunde. Wichser. Oder könnten wir jetzt die Kamera hier reinschieben? Na, hat aber einer die hat schöne Brikett da rein gehauen. Was ist denn das halt? Der sollte vielleicht zum Arzt gehen. Warte mal, stopp mal. Unten in der Ecke im Regal. How many times do I have to tell you there's nobody in this house? I'm done with your bullshit. Albert, listen to me. Just a book. A fucking book, Elizabeth. See? There's no one here. It doesn't exist. It's not real, goddammit. I know. Everything that's happening to me has something to do with it. Schön ordentlich hier runtermachen. It's a disease, Elizabeth. Genau. You are sick, for the Lord's sake. Not sick. You'll end up losing your mind. You don't cut the crap. That book has nothing to do with your illness. I wish you stopped acting like a child. Stop hiding our stuff and take your goddamn pill. Jesus. Ist so krass, wenn dir keiner glaubt, ne? Do you think it's normal? Do you think pupils vanish like dust? I'm telling you that fucking thing is what's causing Enough, this for me! Enough, Elizabeth! Stop acting like a 10-year-old and go to bed! Albert! Everything started the day we brought that fucking book to this house! It's a disease, Elizabeth. If you don't believe me, I will leave this place. I'm done. And I'm taking Johnny with me. We are not staying here! Wait a minute, this is way too much. You're paranoid, Ellie. It's 4 a.m., Elizabeth. Just go back to bed before we wake up Johnny. 4 Uhr, da trifft man nachts immer die besten Entscheidungen. Da ist die Welt ganz besonders in Ordnung. You'll end up all alone. Just you and your stupid fucking clock! Sehr gut. Man muss sich das mal überlegen, du verlierst sukzessiv komplett dein Augenlicht. Ja? Du bist. Ach du Scheiße. So fühlt sich genau so jetzt. Eieieiei. Willst du mich verarschen? Ich bin weg hier. Hallo? Okay. Heißt so. Nicht so hier. Müssen wir jetzt irgendwas mit den. Was war das? Oh Gott. Hör zu. Müssen wir jetzt was mit den Uhren machen? Weil die was von Uhren erzählt hat, dass er hier sich mit seinen Uhren da machen soll? Vielleicht. Was? Der Match. 3 Uhr nachts, okay, ich mach jetzt 50 Liegestütze. Mach 10. Okay, doch nicht. Schön.